Hallo, liebe Kletterer und Interessierte, ich heiße Florian Kluckner und möchte mit dem vorliegenden Video die Kunst der empfindsamen Bewegungen darstellen, so wie sie im Kletterführer von Heinz Grill über das Salkertal beschrieben ist. Diese Kunst der empfindsamen Bewegungen ist hier im Salkertal entstanden, wo man relativ entspannt klettern kann, wo man nicht, wie im Gebirge, extremen Witterungsbedingungen ausgesetzt ist oder große Gefahren drohen. Der Berg, wie zum Beispiel hier hinter uns, sehen wir den Monte Brento mit seiner bis zu 1000 Meter hohen Wand, zeigt verschiedene Bewegungen, verschiedene Felsformationen, wie zum Beispiel links der große Plattenpanzer, wo die Via Speranza und die Via Boomerang hinaufführen. Dann sehen wir den Pfeiler vom Pilastro Macro, über die Kante führt die Spigolo Betti, oder dann im zentralen gelben Bereich finden wir die Formation von Überhängen und Dächern, wo die Via Verticine hinaufführt. Ganz rechts, nach Süden ausgerichtet, haben wir eine Formation von einer Wand, wo die La Aspettativa dei Mondi Superiori hinaufführt. Wir als Kletterer bewegen uns an diesen verschiedenen Felsformationen am Felsen entlang. Dabei sind zu deren Überwindung nicht nur unterschiedliche Klettertechniken notwendig, sondern auch unterschiedliche Empfindungen gegeben. Im vorliegenden Video habe ich versucht, am Beispiel von vier Felsformationen diese empfindungsmäßige Annäherung darzustellen.